Bei mir wäre. Das ist ja immer so, wann will man ein Argument überzeugen und wann nicht. Also ich fände es auch tröstlicher, wenn ich nicht recht hätte. Aber ich kann mich selber nicht dazu bringen. Es gibt ja so Mechanismen der Selbsttäuschung, dass man sich vielleicht dann so sozusagen Wunschdenken, dass man sich so lange das, was man wünscht, einredet, bis man es tatsächlich für wahr hält. Das bei mir wäre, das ist ja immer so, wann will man ein Argument überzeugen und wann nicht. Also ich fände es auch tröstlicher, wenn ich nicht recht hätte. Aber ich kann mich selber nicht dazu bringen. Es gibt ja so Mechanismen der Selbsttäuschung, dass man sich vielleicht dann so sozusagen wunschdenken, dass man sich so lange das, was man wünscht, einredet, bis man es tatsächlich für wahr hält. Bei mir funktioniert das nicht so richtig. Also ich sehe den Punkt, dass das ist ja immer so. Wann will man ein Argument überzeugen und wann nicht? Also ich fände es auch tröstlicher, wenn ich nicht recht hätte. Aber ich kann mich selber nicht dazu bringen. Es gibt ja so Mechanismen der Selbsttäuschung, dass man sich vielleicht dann sozusagen wünscht, dass man sich so lange das, was man wünscht, einredet, bis man es tatsächlich für wahr hält. Bei mir funktioniert das nicht so richtig. Also ich sehe den Punkt, dass die Jagdhalle des Reichsjägermeisters, eine besonders stolze Trophäe, wie sein Haupt umrahmt von zwei starken Elchen. In der Jagdhalle des Reichsjägermeisters, eine besonders stolze Trophäe, wie sein Haupt umrahmt von zwei starken Elchen. In der Jagdhalle des Reichsjägermeisters, eine besonders stolze Trophäe. Wie sein Haupt umrahmt von zwei starken Elchen. In der Jagdhalle des Reichsjägermeisters eine besonders stolze Trophäe. Wie sein Haupt umrahmt von zwei starken Elchen.